ich gucke halt die Menschen, die obdachlos sind, halt ein bisschen anders an, wie manche die ansehen. Wie immer, ein Döner? Ja, gerne. Ja. Obdachlos kann jedem passieren, aber ich habe mich, also wir wollen auch diesen Dönergeschmack mal kriegen oder den Pizzageschmack mal einmal die Woche. Also meistens wollen Döner, aber die können sich auf der Karte aussuchen, was sie wollen. Das ist von Nummer 1 bis Nummer 64. Die kriegen genau das Essen, was auch andere bezahlen. Also auch, das tut mir auch in der Seele auch gut, wenn ich den Jungs mal einen Döner gebe oder Pizza gebe. Ich bin zufrieden, die sind zufrieden. Dankeschön. Kein Gastronom kann mir sagen, heute verkaufe ich so und so viel Nudeln oder so und so viel Pizza oder so und so viel Döner. Kann mir keiner sagen. Und bleibt immer was übrig. Ich heiße Mehmet Yildirim, bin 33 Jahre alt, komme aus Koblenz. Mein Laden ist in Koblenz, mein Bruder. Und ich gebe gerne den Leuten was zum Essen raus. Tut mir nicht weh. Ja, das ist noch am... Ja.